Hört man mich? Ja, hallo, um mich mal auf den Herrn Professor Grün zu beziehen. Obwohl ich Graffiti sprühe, interessiere ich mich für Gestaltung und Design. Mein Thema ist heute Abend ungewünschte Kommunikation, analoge Antworten auf Kampagnen und ein Medium für die, die sonst keines haben. Letzteres war ein Zitat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Graffiti oder Stylewriting in Frankfurt. Am Anfang war das Bild zumindest darstellend nachweisbar. Heutzutage der erste kommunikative Nachweis des Menschen sind Höhlenmalereien, sind eigentlich Graffiti. Meiner Meinung nach waren das Schulen. Also ich sehe das so, dass Leute oder Menschen in der Frühzeit eher pragmatisch denken mussten und deswegen eigentlich keine religiösen Darstellungen dort angebracht haben, sondern eigentlich eher Wandmalereien, die aufklären, wo die Tiere entlanglaufen, wo tötet man oder wie tötet man ein Wisent, wo haut es den Mammut um. Und das Ganze, wie ich jetzt heute Abend hier referieren will, ist natürlich extrem schwierig, weil, wie Frank Zappa schon zitierte, über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen. Das ist extrem schwierig. Stylewriting ist ein Riesenfeld, ist eine Riesenbewegung, die weltweit Menschen aller Altersklassen mittlerweile betrifft. Man kann also nicht mehr davon sprechen, dass das eine reine Jugendkultur ist, sondern eigentlich schon ein fester kultureller Bestandteil geworden ist. Wie bei vielen, auch in der Wissenschaft, dreht sich beim Stylewriting oder beim Graffiti, ich kläre das jetzt gleich mal auf, was Stylewriting eigentlich ist, um Anerkennung. Und hier zitiere ich jetzt einfach mal den Hirnforscher Joachim Bauer: Nichts aktiviert die Motivationssysteme im Gehirn so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden. Und das ist genau das Prinzip von Stylewriting, von Graffiti und auch von Werbung. Der Oberbegriff Graffiti, können wir die Charts eigentlich mal weitermachen? 30 Sekunden sind, glaube ich, um. Stylewriting ist die Befreiung des Alphabets. Ach so, das muss ich selber machen. Sorry, danke. Super, Entschuldigung. Stylewriting ist die amerikanische Variante des Graffitis, die sich vorrangig um Buchstaben dreht. Das heißt, es ist die Ästhetisierung des Alphabets, die Befreiung des Alphabets vom Informationsgehalt hin zur reinen Formensprache, die gegeneinander kämpft. Es geht um Dynamik im Style, es geht um ein Leistungsprinzip. Es ist sozusagen eigentlich, was tropft denn hier rein? Hier tropft es rein, ist kein Witz. Egal. Es dreht sich hier ums Leistungsprinzip, das heißt, Sprüher treten in einen verhältnismäßig friedlichen Wettkampf miteinander an, um über diese Stilistiken, das ist jetzt eine frühe Arbeit von mir, das ist jetzt eine neuere, um über friedliche Ästhetik gegeneinander zu kämpfen. Das ist sozusagen eine Kommunikation auf einer anderen Ebene. Wie immer bei künstlerischen Ausdrücken, nicht alles, was im öffentlichen Raum stattfindet, ist auch ein künstlicher Ausdruck, gebe ich zu. Als zweiter Punkt ist Street Art innerhalb des Graffitis zu sehen. Street Art ist ein Folgeprinzip des Style Writings. Da gibt es Figuren, die als Schmuckwerk bei den Figuren, bei den Styles existieren, das sind diese Schriften, die sich verselbstständigt haben. Was auch noch zuständig oder zusätzlich passiert ist, sind Stencil Artists. Das sind so Leute wie Plek Le Rat aus Paris oder jetzt in letzterer Zeit bekannter geworden Banksy, während das Stylewriting, das amerikanische Graffiti, eher sozusagen themenfrei oder ohne sozialen Zeigefinger auskommt, sind die Arbeiten der Stencil- oder Street-Artists eher rein werbisch zu sehen oder auch ja, mit einem sozialen Zeigefinger, also mit sozialen Themen behaftet. Stylewriting ist trotz allem keine Anarchie,
sondern folgt einer non-kommerziellen Parallelhierarchie mit eigenen Werten und eigenen Beurteilungen im öffentlichen und privaten Raum, die sozusagen als Austragungsfläche gelten. Ich zitiere jetzt auch mal den Philosophen Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren, und das gilt natürlich auch für Stylewriting. Das ist ein Kampf um Anerkennung, es ist ein Kampf um Kommunikation, der aber sozusagen auch als Indikator oder besser gesagt als Dämpfer für gesellschaftliche oder soziale Probleme gelten darf. Wir haben in den medialen Darstellungen oftmals Graffiti als nicht erwachsen werdende Kultur zu finden. Es erfindet sich seit den 60ern, aber trotzdem ständig neu und ist deswegen meiner Meinung nach auch als fester kultureller Bestandteil zu sehen. Ich selber habe ja hier für die TEDx an der Seite das Artwork erstellt. Das ist ein bisschen abstrakt, das ist aber auch ein Style, wie wir dazu sagen, der ein bisschen gefällig ist. Es ist auch dekorativ. Sie sehen also, dass das Werkzeug Sprühdose nicht nur Verunstaltungen schaffen kann. Das kann man sehen, wie man will. Vielleicht ist auch das eine Sachbeschädigung. Um nochmal Parallelen auch in der Internetkultur zu finden, haben wir sozusagen im Stylewriting dieses Pseudonymisieren, möchte ich das mal nennen. Im Internet haben wir diese Avatare. Dort haben wir auch heutzutage, und es geht natürlich da auch um Anerkennung und um Selbstmarketing, dabei geht es um Posing. Ich denke, um mit diesen Themen und auch zukünftig offener umzugehen, wäre es gut, wenn Städte, Gemeinden und auch Institutionen sich dieser Thematik nähern würden. Die Hände, die von den pädagogisch geschulten Stylewritern, mittlerweile gibt es davon einige, auch den Institutionen entgegengestreckt werden, sollte man annehmen. Man sollte zeigen, dass hier der kulturelle Bestandteil einfach schon über 40 Jahre besteht und einfach wirklich Lebensrecht erhalten werden sollen. Also das, was wir zeigen, ich gebe ja selber auch Workshops, ich muss mich jetzt gerade mal umdrehen, das hier sind übrigens Arbeiten, teilweise von mir, teilweise von anderen Leuten. Ich versuche natürlich dieses Wissen, was ich mir selber angeeignet habe oder was ich auch teilweise von anderen Stylewritern bekommen habe, weiterzugeben. Ich selber bin mittlerweile durch meine Arbeit zu einer eigenen Marke geworden und habe festgestellt, dass das Wort Marke von dem Wort markieren rührt. Das hat natürlich auch was mit Eigentumsverhältnissen zu tun, ist aber vorrangig meiner Meinung nach nicht mehr so wichtig. Wo sind wir? Ah ja, okay. Was heutzutage auch gerne stattfindet, was ich auch persönlich nicht so toll finde, hier sieht man jetzt auch so einen Workshop für die Aktion Mensch zum Beispiel. Was ich nicht so toll finde, sind zum Beispiel Energiekonzerne, die versuchen, die Problematik des außergesetzlichen Graffitis einzudämmen durch eine Art Präventionskitschmalerei, möchte ich das nennen, wo es dann halt um Ästhetisierung geht, die eine reine Technik beinhalten, aber die dem Stylewriting an sich nicht mehr gerecht werden. Also da wird natürlich sozusagen der Begriff der Meinungsfreiheit ein bisschen eingedämmt. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter ausführen, weil es würde zu weit führen. Das Thema ist eigentlich wirklich sehr groß und ist in 10 Minuten oder 15 Minuten nicht komplett umzusetzen. Ich möchte einfach nochmal sagen, wer schreibt, der bleibt. Das ist ein schreckliches Wort eigentlich, aber letztendlich ist auch das, was Professor Grün gemeint hat, natürlich eine Lüge für sich. Klar, wenn man den Sprung wagt in die Außergesetzmäßigkeit und sozusagen mit der Sprühdose im öffentlichen und privaten Raum zu agieren, dann weiß man um seine eigene Vergänglichkeit, man weiß, dass man nur einen kurzen Zeitpunkt hier ist und man weiß, dass Zeit das Eigentliche ist, was man wirklich besitzen kann. Zum Abschluss möchte ich jetzt einfach noch sagen, was Franz Kafka dazu gesagt hat. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden. Witzig in dem Zusammenhang ist, dass er im Bezirksgericht Tulln, in dem Franz Kafka öfter einsaß, wegen Unsittlichkeit seiner Arbeiten heute das Schiele-Museum untergebracht ist. Ja, ich möchte Ihnen danken. Schönen Abend noch.